Ja, Leute, ein ganz kleines Kommentar vorneweg, bevor ihr euch die Mod-Verstellung anguckt. Ich, Mongo, hab vergessen, bei Fraps das Mikro auszuschalten. Also Fraps hat meinen Sound mit aufgenommen, deswegen muss ich leider den Videosound komplett ausmachen. Deswegen hört man auch keinen Spielesound. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, ich krieg's beim nächsten Mal hin. Bis dann. Viel Spaß. Hallöchen, meine Freunde. Es ist wieder Samstag und es ist wieder Mod-Vorstellungszeit hier bei den Gaming Creeps. Und ich bin's der Winnebee. Ich bin's. Naja. Immer gut, die Vorstellung. Wer ist da? Ich bin's. Naja. Und heute stelle ich euch den Fanxylon 524 vor, wo schon mal der Frontlader 1A funktioniert. Also besser geht's nicht. Ich war überrascht, wie geil das läuft. Es hätte nicht besser kommen können. Eigentlich wollte ich euch, was ich kurz zeigen kann, ach, den ganzen Shit, ne, den habe ich noch hier. Den hier vorstellen, diesen Ballenaufsammel- und Stapelanhänger-Gedöns. Nur ich war zu inkompetent, frühzeitig abzumähen, also das Weizen hier zu dreschen. Shit kann ich auch eben verkaufen. Und ja, dann ist es verfault und dann... Das hat jetzt schon ein bisschen gedauert und dann, naja, hatte ich keine Lust mehr. Deswegen gibt's heute praktisch eine kleine Notlösung im Prinzip, aber es ist halt eine ganz normale Mod-Vorstellung. Und zwar den Fanxylon 524, Marke Fan ist klar, Modell Xylon 524, V4 Typ B. Anscheinend gibt's auch einen Typ A, vielleicht gibt's auch einen Typ C, keine Ahnung. Leistung hat er 445 PS. Ausstattung, Frontlader, Konsole, Rundumleuchte und eine Fronthydraulik ohne Zapfwelle. Edit Simulator-Fan. Also Simulator-Fan. Man kann doch normal sprechen, aber ich nicht. Also man schon, aber ich nicht, ne? Ja, haben wir hier ein schönes Bildchen eingefügt, ist nett. Das ist eigentlich der Frontlader dazu, der Fan Cargo Xylon 5. 524, Fan Cargo, Frontlader, passend zum Fan Xylon 524, Typ 2, Editor, auch von Simulator-Fan. Ja. Nur leider wird das nichts mehr im Frontlader. Achso, der Xylon, der kostet halt 65.000 Euro und der Frontlader, so der Cargo, kostet 10.995, einmalige Anschaffungskosten, von Tageskosten steht da nichts. Na gut, dann nicht. Ja, wie gesagt, ich habe ihn schon nochmal verkauft und nochmal gekauft und so, aber es hat nicht funktioniert. Naja. Dann halt nur die Maschine an sich. Sieht ganz nett aus. Ich hatte ihn mir irgendwie kleiner vorgestellt, aber er ist doch so groß. Aber ich muss sagen, den spiele ich ja überhaupt nicht privat. Also, ich denke, ohne Zapfwelle. Moment. Da stand doch eben ohne Zapfwelle. Da, ohne Zapfwelle. Aber da sehe ich noch Zapfwelle. Wie kann das sein? Naja, also wie gesagt, den spiele ich überhaupt nicht privat, weil erstens finde ich immer so, ich fand den schon immer irgendwie komisch, weil der irgendwie so doof aussieht, meiner Meinung nach. Vielleicht ist es ganz praktisch, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde, das sieht einfach kacke aus. Ja, und da funktioniert mein Fraps nicht mehr. Moment. So, da sind wir wieder. Ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich weiß nicht, ob das nochmal abstürzt. Ist ein bisschen doof, dass er jetzt abgestürzt ist. Na gut, gehen wir ganz schnell von der Optik von außen ran. Hier haben wir schöne Scheinwerfer, klar. Zapfwelle ist anscheinend doch da, keine Ahnung. Ja. Sieht ganz nett aus, Reifen sehen gut aus. Wie gesagt, ich hatte ihn mir eigentlich kleiner vorgestellt, aber gut. Hinten auch ganz nett, die Lichtchen sind okay. Ja gut, Zapf, hier Steuergeräte, na, okay. Ich sag mal in Ordnung, ja, ich sag mal nicht schön, sondern in Ordnung, nenne ich das mal. Ja, jetzt müssen wir Motor starten, das weiß ich auch. Ich leg mich jetzt echt ins Zeug, weil ich habe keinen Bock, wieder so einen Schnitt zu haben hier. Also, da ist die Frontlader, oh, ja, das ist Frontlader-Gedöns, hier haben wir noch irgendwelche Hebel und Knöpkens. Ich weiß nicht, wie er in Realität innen aussieht, deswegen kann ich das so schlecht beurteilen. Von der Grafik her ist es nicht ganz so aufwendig. Ja, hätte man besser machen können, sagen wir es mal so.
Aber ich weiß, dass es scheiß viel Arbeit ist, deswegen gehe ich immer damit ganz vorsichtig um. Sonst könnte ich ja so ein Kommentar, nee, dann mach du das doch mal. Aber ich kann es auch nicht. Also, Leute, ich kann es nicht. Ich bin nur hier Verbraucher praktisch. So, und ihr wisst, die Verbraucher sind immer ein bisschen groß, kotzig. Naja, starten wir mit dem Motor. Nochmal hinsetzen, so. Ja, ansonsten Innenraum, man hat gute Rundumsicht. Da hängt irgendwas von Krone noch halb in der Dingssäule drin. Was ist das denn? AB, ist das C-Säule oder so? Keine Ahnung. Ja. So, kommen wir zu Funktionen. Funktionen kann man, Nummerpad 5, Nummerpad 6, ganz klar. Arbeitslicht vorne und hinten. Dann kann man natürlich noch mit F. Muss man gedrückt halten. Okay, aber wir haben auch hier, warte mal. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Also wenn ich F gedrückt hatte, dann geht's. Lol. Aha, ich muss... Also bei mir jetzt funktioniert es, ich F eine Zeit lang gedrückt, Alter. Dann bleibt's auch an. Moment, aber wenn ich jetzt so mache... Okay, dann... Okay. Ich check's nicht. Naja, okay. Rundumleuchte haben wir auch. Ganz klar, ganz normale Tasten, ne? Position 1. Ansonsten haben wir nichts viel. Auf Maustasten ist nichts. So, das war's schon. Wahrscheinlich haben wir dann auf Maustasten den Frontlader, ist ja klar. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie gesagt, das geht ja nicht. Boah, ich muss mal eben meinen Sound ein bisschen. So, ich muss mal eben meinen Sound ein bisschen runterdrehen. So, dann fahren wir einfach mal los. Fraps ist bis jetzt noch nicht abgestürzt. Das ist gut. Wir haben auf. Lol. Was war das denn? Auf dem Armaturenbrett vorne haben wir noch die Geschwindigkeitsanzeige nochmal. Boah, 50 km/h, not bad. Der wackelt so, der schwingt so ein bisschen, wa? Wow. Der Betüte, als würde er so gute Musik durchlaufen. Ey, pass auf, Rauli! Muss ich so schnell fahren? Vor allen Dingen auf deiner Spur. So, ja, wackelt. Dieses Schwingen, das irritiert mich voll. Ja, gut, hier springt er wahrscheinlich sowieso. Hui, ja sicher doch. Okay, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Ich gehe mal in die Außensicht, da sieht man da auch, dass er so die ganze Zeit so ein bisschen schwingt. So du. Als wird der Traktor selber irgendwie so geile Musik hören. So. Bremswege ist in Ordnung. Achso, ja, Lichtscript ist auch mit Blinkern vorhanden, vorne, hinten. Wie gut das mir gerade einfällt. Ja. Funktioniert. Also auch Nummerpad 1, 2, 3 wieder totales Standard. Warum ist denn jetzt stehen geblieben? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur W gedrückt. Na gut, dann fahren wir wieder hin. Also, es tut mir leid, es ist halt eine relativ kurze Modverstellung jetzt, weil sie auch irgendwie so halb aus dem Arm geschüttelt ist. So ganz spontan. Aber naja, der Fendzylon. Interessantes Ding, leider funktioniert das halt mit dem Frontlader nicht. Es tut mir echt leid, Leute. Und ich hoffe, beim nächsten Mal kriege ich diesen Ballenstapler oder wie das auch immer heißt. Sehr klar, hat den eigenen Namen, aber ich weiß nicht, wie diese Geräteigenschaft heißt. Naja. Hoffentlich kriege ich das dann nächste Woche hin. Und ja, ich würde sagen, ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Aushalten mit mir. Und ich würde mal sagen, dasselbe wie jede Woche, ne? Guckt auch unsere anderen Videos. Ist auch was geil, sind auch geile Sachen bei. Und lasst wie immer Bewertung da. Und wenn es euch jetzt gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr freuen. Ich danke im Voraus und ich danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Woche oder bis zu einem anderen Projekt. Also irgendwann im Laufe der Woche dann. Bis dann. Tschüss.